Und ich hoffe, ich treffe ihn richtig in die Schnauze, Alter. Diesen elenden. Also, das ist ein elender Typ, Alter. Elendig, ey. Das ist also. Herr Janke, weshalb ich heute mit Ihnen dieses Gespräch führen möchte, ist, ich habe eine brisante Information zugespielt bekommen auf einen Stick. Es ist eine Sprachnachricht, die vom Inhalt her aus meiner Sicht ein Anschlag, also der Plan eines Anschlages ist gegen Ihre Person, auch in Bezug auf den Wahlkampf. In dieser Nachricht ist zu vernehmen, dass es anscheinend der Bruder Ihres Gegenkandidaten ist. Und ich finde, dass diese Nachricht auch strafrechtliche Relevanz hat. Und weil es eben halt gegen Ihre Person gerichtet ist und vor allen Dingen auch mit dem Wahlkampf als solches zu tun hat, möchte ich Ihnen jetzt mal diese Nachricht einfach mal vorspielen. Hören Sie sich Spielen das Sie jetzt mal einfach mal vor. an. Hören Sie mal. Ja, jeden seins, genau. Jeden seins. Und für mich ist das einfach mal Elend, der Typ. Ja, das wäre der Abgrund für Selo. Ja. Sorry, meine Meinung, aber ja, ist schon mal so. Und aber ihr könnt ihn ja nicht wählen. Ihr könnt ihn ja nicht wählen. Ihr seid ja ein Hardenberger. Oder ja, oder noch weiter. Es geht ja nur von lang so. Und Werbig oder irgendwas, also ihr könnt ihn ja nicht mal wählen. Also wählen kann ja nur Werbig, Langsow, Selo, Seloland und sowas. Also, tja. Und wenn er Bürgermeister wird, dann ja. Aber gut, alles klar, ich weiß Bescheid, 9 Uhr, ja, passt. Ich kaufe extra 20 Packen, 15 Stück davon, 15 Packen kaufe ich auf jeden Fall. Und ich hoffe, ich treffe ihn richtig in die Schnauze, Alter. Diesen elenden. Also, das ist ein elender Typ, Alter. Elendig, ey. Das ist also. Da lieber habe ich so einen Runkel denn am Arsch. Na schön, zwei Leute werden nicht reichen. Wa? Und der wird am 28. jämmerlich untergehen, wie er bei jedem anderen denn untergegangen ist. Wir sind hier nicht rechtsradikal und das ist der totale Bockwurst, Alter. Mach, was ihr wollt. Ja, also null nada Chance, Alter. Null nada Chance. Ja, der ist bei Jörg Schröder krachend Baden-Yang, das sagen mir tausende Leute. Und die tausende Leute, die wählen Robert. Und dann ist es Dude. Nicht nur, weil mein Bruder ist, ist mir scheißegal, aber ich kann ja mein, also ich kann ja auch nicht wählen. Ja? Aber dieser elende Bastard, Alter, der soll in der. Du, mit Hölle schmoren, Alter. Schmore in der Hölle, Alter. Ehrlich, Alter, das ist doch ekelhaft. Hat er einen Baum gepflanzt in Langsow und führt sie als Hero, ey, wow. Jo, da fahre ich morgen hin und pflanze da morgen drei Bäume. Von meinem Geld, wow. Bin der, also bin ich der Bürgermeister da was? Also, wow. Also, das ist, AfD, ja, Hauptsache hier Hitlergruß und bla und echt. Ekelhaft, ey, wirklich rechts, nee. Ach, ekelhaft. Okay, wenn Sie das hören, was sagen Sie dazu? Na, zuerst muss ich mal tief Luft holen. Das ist schon ziemlich heftig, also erschreckend, muss ich so deutlich sagen. Ich habe schon viel erlebt, auch im Wahlkampf. Ich wurde schon in dieser Stadt von verschiedenen Leuten und immer denselben bestimmten Leuten sehr angefeindet, schon auch unter der Gürtellinie, aber so bedroht in der Art, dass man wirklich sagt, dem haue ich in die Fresse, dem drücke ich da eine rein, da beschaffe ich mir noch etwas, weiß gar nicht, was er da beschaffen will. Schrauben, Nägel, keine Ahnung. Jedenfalls, so habe ich das noch nie erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es passt in eine Richtung, das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass er Tatsache derjenige ist. Ich kenne ihn persönlich nicht, habe auch mit ihm nie Kontakt gehabt. Deswegen ist es erschreckend, wie man jemand sich so aufbaut, wie man sich so radikalisiert. Das ist sehr radikal, was hier kommt. Die Schmähungen sind ja unter der Gürtellinie, also wirklich unterstes Niveau, muss man so sagen. Bisschen zur Kloakensprache, also ich muss euch sagen, erschreckend. Was erwarten Sie von Robert Nitz, von ihm nach, wenn es sich herausstellen sollte, dass das sein Bruder ist?
Was erwarten Sie dann? Naja, er ist clever genug, er wird sich wahrscheinlich nicht offiziell entschuldigen, aber wird irgendwie schon sich rauswinden. Er ist ja sein Bruder, aber ich weiß, dass es aus dem Lager ist. Und offensichtlich hat er ja von ihm die Informationen mit Früh um Neun, was er hier gesagt hat, das kann sich bloß offenen Infostand handeln, bei denen er auftauchen will und Anschlag verüben will, wie auch immer. Weil nur Robert Nitz bei mir in dem Verteiler ist aus diesem Lager, alle anderen sind da nicht drin. Das hat sich so ergeben in der Vergangenheit, weil man einfach ohne Verwaltung und der Stadt vorne dann miteinander zu tun hat. Wir haben fair immer bisher miteinander gesprochen, gemacht, eigentlich recht locker. Er als Hauptverwaltungsbeamter, also nicht Hauptverwaltungsbeamter, er als Hauptamtsleiter und ich als Stadtverordneter, bin ja auch Fraktionschef. Ich weiß nicht, was er wirklich macht. Vielleicht werden Sie, wenn Sie das so hören und mitbekommen, was wir hier reden, dass Sie dann anschließend einen Krisenstab bilden werden und sich miteinander beraten werden, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus. Ich weiß nicht, das ist aber geht für mich voll in die Richtung, die wirklich aus dieser Ecke, nicht so sehr Robert Nitz, aber dort genau, wo er zu Hause ist, bei dem Verein, dort war der ehemalige Bürgermeister verortet. Da war der aktiv und aus der Ecke habe ich wirklich all die Jahre, die letzten Jahre, immer ganz intensive Schmähung bekommen, Verleumdung bekommen. Egal, was ich angefangen habe in der Stadt, egal, was ich kritisiert habe, wenn ich es fair, ordentlich kritisiert habe, das wurde dort völlig verdreht und völlig in eine andere Richtung geschoben. Das kommt aus dieser Ecke, das passt schon und das ist, die sind beide im Übrigen in dem Verein. Der eine war viele Jahre Schiedsrichter dort und wenn es der Robert Nitz ist, der Bruder vom Robert Nitz ist, dann habe ich so, weil ich mich mit ihm auch mal befasst habe, und mit seiner Verwandtschaft, das macht man noch ein bisschen so. Der ist, glaube ich, Trainer dort, eine Jugend- und Mannschaftstrainer. Das passt irgendwie alles in die Ecke. Und ich hoffe, ich treffe ihn richtig in die Schnauze, Alter. Diesen elenden, also das ist ein elender Typ, Alter. Elendig, ey. Das ist also.